Stalingrad zu Wolgograd, wo gerade es war die Zeit, wo der Personenkult von Stalin verurteilt wurde, wurde die Stadt wieder umbenannt. Aber für die ältere Generation, ich meine für die Generation der Kriegsveteranen, für unsere Großväter, sagen wir, für unsere Väter, bleibt Stalingrad immer Stalingrad. Und Sie haben wahrscheinlich recht, wir können doch nicht sagen, die Schlacht bei Wolgograd. Diese Schlacht ist als die Schlacht bei Stalingrad bekannt. Und was bei uns die Einheimischen sagen, nur das Zentrum der Stadt, das ist richtiges Stalingrad, echtes Stalingrad. Alle Häuser hier im Zentrum der Stadt wurden wieder aufgebaut. Sie sehen so genau aus wie vor dem Kriege. Na, zum Beispiel, Sie wohnen in diesem Hotel, im Hotel Inturist. Dieses Hotel Inturist wurde im Jahre 1930 gebaut. Es war damals das Hotel Tourist für die russischen Reisegäste. Und während des Krieges wurde dieses Hotel praktisch zerstört. Und nach dem Kriege an der alten Stelle, im alten Stil wieder aufgebaut. Also das Hotel Il Turist wurde im Jahre 1958 wieder aufgebaut. Sieht ungefähr so aus wie auch vor dem Kriege. Dem Hotel Il Turist schließe ich hier das Gebäude des Warenhauses an. Also das ist auch ein altes Gebäude. Im Jahre 1935 wurde das Gebäude gebaut. Und wie bekannt ist, die letzte Etappe der Stalingrader Schlacht ist mit diesem also Gebäude verbunden. Gerade im Kellergeschoss dieses Gebäudes befindet sich jetzt das Museum, wo früher Feldmarschall Paulus mit seinem Stab gefangen genommen wurde. Das war gerade am 31. Januar 1943. Um 10 Uhr haben die sowjetischen Soldaten aus der 64. Armee des Generals Schumilow das Zentrum der Stadt eingekreist. Und diese Soldaten wurden auch beauftragt, dieses Gebäude zu prüfen. Und dem sowjetischen Oberkommando wurde auch bekannt, dass hier der Stab des Generals Paulus war. Und die Soldaten, die sowjetischen Soldaten haben um 10 Uhr, sie waren schon also im Kellergeschoss des Gebäudes, und um 10 Uhr wurde Feldmarschall Paulus mit seinem Stab gefangen genommen. Es waren dabei also General Paulus, Marschall eigentlich, Feldmarschall Paulus. Er wurde gerade, wie es bekannt ist, gerade in der Nacht auf den 31. Januar zum Feldmarschall befördert. Und es wurden auch General Schmidt, Generalleutnant Schmidt und Generalmajor Roske gefangen genommen. Auch Adjutant der 6. Armee von Paulus, Wilhelm Adam. Und es ist interessant, Adam hat unsere Stadt einmal besucht. Er war hier in der Stadt im Jahre 1964. Und wie bekannt ist, also Paulus, wo er aus der russischen Gefangenschaft nach Hause zurückgekommen war, er lebte damals in der Stadt Dresden. Ja, und liegt dort auch begraben. Und Wilhelm Adam war eine Zeit ein Finanzminister, gerade in Sachsonien. Und er hat eigentlich Paulus zu sich eingeladen, oder wie kann man das sagen. Also dieses Warenhaus, das ist auch ein altes Gebäude, aber im Jahre 1947 wurde das gebaut, wieder aufgebaut und noch einmal rekonstruiert, im Jahre 1961. Sieht heute etwas anders aus. Also dieses Gebäude, was noch, also das uns gegenüber liegt das Hotel Wolgograd. Das ist das zentrale Hotel in der Stadt, das Hotel Wolgograd. Das Hotel Wolgograd wurde im Jahre 1935 gebaut, wie auch das Warenhaus. Und im Jahre 1900, während des Krieges auch total zerstört und nach dem Kriege im alten Stil wieder aufgebaut, im Jahre 1953. Und noch ein Gebäude, das ist dieses Haus. Im Kriege, das war das Haus für Kultur und Wissenschaft. Ne? Verschiedene Veranstaltungen wurden hier durchgeführt. Auch es war der Treffpunkt für die Gelehrten aus Wolgograd, aus der Region Wolgograd. Und also dieses Gebäude wurde auch zerstört. Und es ist interessant, gerade im Dezember in diesem Gebäude befand sich das Spital, also das Lazarett für die deutschen Soldaten. Und gerade in diesem Gebäude und im Hofe des Warenhauses, im Gebäude selbst,
Am 31. Januar 1943 wurden bis 7000 deutsche Soldaten und Offiziere gefangen genommen. Und dieses Lazarett konnte auf einmal bis 3000 also Kranke und Verwundete aufnehmen. Das ist auch ein altes Haus. Das ist heute das Dramatische Theater. Und im Jahre 1953 wurde das Gebäude wieder aufgebaut. Und deshalb nur diese vier Häuser sind erhalten geblieben eigentlich. Also das Hotel in Tourist, das zentrale Kaufhaus verschiedener Nationalitäten, gebettet. Und dieser Baum, das ist die einzige Pappel, die den Krieg überlebt hat. Wo die Leute, Einheimischen, sie wurden evakuiert aus der Stadt während des Krieges, die meisten, zum linken Wolgaufer. Nach dem Krieg kehrten sie zurück. Die Stadt existierte nicht mehr, aber an dieser Stelle stand also dieser Baum und steht heute unter dem Naturschutz. Das ist der älteste Baum und der einzige, der den Krieg überlebt, zur Wolga. Die zentrale Straße, eine der zentralen Straßen in der Stadt, diese Heldenallee. Er lag auf dem Bett, das Gesicht zur Wand, wo die Russen erschienen. Er erhob sich langsam und die Russen haben gefordert, also die Waffen abzugeben. Ja? Und er zog aus der Tasche eine kleine Pistole, übergab diese Pistole dem Adjutanten Wilhelm Adam und Adam übergab dem russischen Oberst. Also so war es. Das war um 10 Uhr, aber noch zwei Tage wurden, am 31. Januar, noch zwei Tage wurden die Kämpfe geführt in der Nähe des Traktorenwerkes. Ungefähr 16 Kilometer Entfernung von hier befindet sich das bekannte Dzerzhinsky-Traktorenwerk. Während des Krieges produzierte die sowjetischen mittleren Panzer T-34. Und noch zwei Tage wurden die Kämpfe gerade im Raum des Traktorenwerkes geführt. Um 14.30 Uhr Minuten kapitulierte diese Gruppierung unter General Strecker. Und am 2. Februar war die Schlacht bei Stalingrad beendet. Und gerade 14.30 Uhr Minuten, warum nämlich diese Uhrzeit halten wir für die Beendigung der Stalingrader Schlacht? Gerade zu dieser Zeit, also flog im Himmel Stalingrad ein deutsches Aufklärungsflugzeug. Und er berichtete und er erteilte den letzten Bericht an das deutsche Oberkommando. Keine Merkmale der Kämpfe in Stalingrad. Alles ist still. Die Schlacht bei Stalingrad ist beendet. Das war gerade um 14.30 Uhr. Und gerade den 2. Februar halten wir für die Beendigung der Stalingrader Schlacht, nämlich 14.30 Uhr. Das Schiff Gasitель. Gasitель, nun kann man übersetzen wie Feuerlöscher oder sowas. Gasitель. Während des Krieges mit solchen Schiffen wurden evakuiert aus der Stadt die Stadtbewohner. Und dieses Schiff lief während des Krieges auf eine Mine und sank zugrunde der Wolga. Wolga verlief die russische Frontlinie. So war es, ja, genau. Praktisch bis Mitte September wurde schon die ganze Stadt eingenommen. Im Zentrum der Stadt waren schon die Kämpfe zerstört. Und gerade wo das Denkmal steht, verlief die russische Frontlinie während des Krieges, die vorderste Frontlinie der sowjetischen Truppen. Sie wurden praktisch also zur Wolga gedrängt. Es ist auch interessant, gerade an der Stelle, wo das Denkmal steht, unterirdisch. Hier waren die Spitalien für die russischen Soldaten untergebracht, unterirdisch. Und von hier wurden sie evakuiert zum linken Wolga-Ufer. Und das war gerade diese, das ist die Stelle, wo die vorderste Frontlinie der sowjetischen Truppen verlief. Praktisch Mitte September 1942 wurde die ganze Stadt schon eingenommen. Der zentrale Platz wurde eingenommen, wo wir jetzt waren und wo diese Häuser liegen, das Hotel Inturist, das zentrale Warenhaus und so weiter.
Und diese Uferstraße wurde auch eingenommen. Damals sah sie ganz anders aus. Hier standen noch kleine Privathäuser, Holzhäuser. Die meisten wurden während des Krieges zerstört und nicht wieder aufgebaut. Alles, was wir jetzt hier sehen, das alles wurde in den 50er Jahren gebaut, diese neuen, also diese neuen Wohnhäuser. Die Kämpfe wurden geführt hier seit September bis Ende Januar. Erst Ende Januar haben die Russen zurückerobert, völlig zurückerobert, diese Uferstraße. Die Uferstraße trägt den Namen des Marschalls, der Sowjetunion Tschulkow. Es kämpfte hier während des Krieges die bekannte 62. Armee des Generals Tschulkow. Kmeller, und sie markieren. Ja. Also die Panzertürme stehen gerade auf einem Postament und sie markieren diese vorderste Frontlinie der sowjetischen Truppe. Sie zeigen, wo diese Frontlinie verliegt. Ich zeige Ihnen unterwegs. Es 17 solche Panzertürme und sie markieren die vorderste Frontlinie der sowjetischen Truppen. Sie zeigen, wo die Frontlinie verlief während des Krieges. Dieser Panzerturm zeigt die Frontlinie gerade hier auf der Uferstraße. Sie sehen also ganz nah die Entfernung, tatsächlich also 200 Meter von der Wolga. 142. Also da, gerade das Gebäude vor uns, das Wohnhaus, das bekannte Pavlov-Haus, auf den russischen militärischen Karten wurde dieses Haus als eine Festung bezeichnet. Also Sergeant Pavlov und noch 20 Soldaten, insgesamt 24, sie haben hier 2 Monate gekämpft. Eigentlich, diese Straße wurde schon Mitte September eingenommen von den deutschen Soldaten. Na, zum Beispiel in diesem Gebäude im oberen Stockwerk waren schon die deutschen Soldaten. Und in diesem Gebäude, diese alte Mühle, das war tatsächlich eine Mühle, eine Dampfmühle. Und sie wurde von einem deutschen Kaufmann gebaut. Bis heute ist diese Mühle als Gerhard-Mühle bei uns in der Stadt bekannt. Gerade auf der Vorderseite, ganz oben, ist zu lesen in kyrillischen Schrift. Dort steht also der Name des Kaufmanns, Gerhard. Gerhard Mühle. Im Jahre 1915 war diese Mühle also gebaut. Aus der ganzen Region wurde hierher das Getreide gebracht. Und später wurde abtransportiert stromaufwärts. Während des Krieges bekommt diese Mühle eine wichtige taktische Bedeutung. Im Kellergeschoss dieses Gebäudes befand sich während des Krieges der sowjetische Stab. Der Stab der 13. Schützendivision des Generals Rodimtsow. Und General Rodimtsow war mit seinem Stab unterirdisch. Diese Seite, hier waren die sowjetischen Soldaten. Sie wurden praktisch zur Wolga gedrängt hier. Und diese Seite der sowjetischen Straße wurde teilweise eingenommen. Na, zum Beispiel, ein Beispiel dafür ist dieses Haus. Im oberen Stockwerk waren schon die deutschen Soldaten, wie ich Ihnen gesagt habe. Und immer, sie haben hier diese Straße unter Beschuss gehalten. General Rodimtsow wählte aus dieser Division 4 Soldaten. Sie waren Aufklärer. Und Sergeant Pavlov und noch 3 Soldaten, sie kamen eine Nacht, sie versuchten zu diesem Haus also zu kommen. Aber damals, um diese kleine Strecke zu überwinden, brauchten sie 2 Tage. Die Straße wurde immer unter Beschuss gehalten. Nach 2 Tagen erreichten sie das Haus. Im Kellergeschoss entdeckten sie die Hausbewohner. Insgesamt 40. Sie wurden noch nicht evakuiert und sie waren im Kellergeschoss. Noch 2 Tage später kam noch eine Verstärkungsgruppe, noch 20 Soldaten. Sie haben die Deutschen herausgeschlagen, aber später wurden die Russen herausgeschlagen. Und so hat es gedauert 1 Woche. Das Haus, wie zum Beispiel also der zentrale Eisenbahnhof, wechselte mehrmals am Tage sogar den Besitzer. Das erzählen die Teilnehmer von der deutschen und von der russischen Seite. Na, zum Beispiel, es kommt praktisch jährlich von uns, also hier war Oberleutnant, so viel ich jetzt noch daran denke, aus Deutschland, Herr Zink. Und er erzählt, er war damals gerade auf dieser Seite der Straße. Die Russen, also endlich haben die Russen die Deutschen völlig herausgeschlagen aus dem Gebäude. Das war am 27. September.
1942. Die Eingänge wurden miniert und 2 Monate haben die Russen gehalten, dieses Gebäude. Aber sie wurden praktisch von den sowjetischen Truppen abgeschnitten. Sie brauchten dort Munition, Medikamente, was, Lebensmittel und so weiter. Und dazu im Kellergeschoss waren noch die Hausbewohner. Sie wurden noch nicht evakuiert. Vom Pavlov-Haus bis zur Mühle wurde unterirdisch ein Verbindungskanal, ein Tunnel ausgehoben. Und durch diesen Tunnel wurden die Hausbewohner evakuiert und es kam Nachschub. Alles, was für diese Kämpfe nötig war. Im Laufe von 2 Monaten wurden hier die Kämpfe geführt. Nämlich bis zum 19. November 1942. Wie bekannt aus der Geschichte der Schlacht ist, am 19. November beginnen die Russen die Offensive bei Stalingrad. Und zusammen mit den anderen Abteilungen übergehen zur Offensive auch diese 24 Soldaten. Und das Haus ist bis heute als Pavlov-Haus bekannt. Stalingrad wurde zum Untergang für die deutsch-faschistische Armee, ist oben zu lesen. Weiter Unterschrift: Josef Stalin, Vorsitzender des staatlichen Verteidigungskomitees, den 6. November 1943, Stadt Moskau.